Hallo meine Freunde und willkommen zurück. Eine weitere Runde WoW im PvP-Bereich. Immer noch alleine, der gute Hydro. Forever alone. Und ich würde sagen, ich melde mich jetzt, wie bereits aus den letzten zwei Parts bekannt, für ein Schlachtfeld an. Und sobald das Ganze losgeht, sehen wir uns wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Hallo meine Freunde. Hier sind wir. Ich bin direkt in ein laufendes Spiel gestartet. Zwillingsgipfel diesmal wieder Capture the Flag, allerdings auf einer anderen Karte, beziehungsweise größere Karte. Hier unten ist unsere Flag. Versuchen wir denen mal zu Hilfe zu kommen. Da sind auch schon Feinde unterwegs. Da unten ist großes Gemetzel. Shit. Flag ist zurückgeholt. So, Jesus, der ist tot. Kommen wir zum Hunter? Gerade nicht. Ach, der hat seinen Ausweichgedöns-Skill an. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Pisst euch. Was ist der feindliche Hunter da drüben? Müsste mich vorher eigentlich mal hochheilen ein bisschen. Naja, warte mal. Oh, jetzt wird der andere aber aggressiv da. Ah, und noch Ketzenwald. Komm, lass mich hier raus. Ah. Ja, und noch eingeeist, was die alles können. Ja, ich habe noch einen Blutungsdot drauf da. Ah. Heilung gibt's gerade keine. Okay, der Geschner ist auch down. Hinten kommt einer, der hat es aber gerade anders überlegt. So, Geschner führt. Kräuter führt. Oh Mann. So. Jetzt noch ein bisschen anheilen, während wir hier reingehen. Da sind wir doch schon wieder fast voll vom Leben, ja. Wo ist die Flech? Die geht hinten raus. Versuchen wir direkt zu supporten. Wer hat sie denn? Hexenmeister. Kann der Hexenmeister? 165k Life, das ist ja schon mal schön. Das hier ist auch gleich ready und zwar jetzt, komm, lauf. So, unsere Flecke auf der anderen Seite lang. So, jetzt erstmal unseren Flag Carrier schützen. Gib mir die Flag, ich bin doppelt so schnell. Unsichtbar und sind wir mit ihm auf einer Wellenlänge quasi. Und ich kann mögliche angreifende Gegner direkt betäuben. Was haben wir da noch dabei? Holy Pala und Priester. Oh, hopp, so, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Seku. Seku of Epicness. Incoming. So, komm, Fadesche, gehen wir mal da rein. Ja, wir wissen, dass du Flügel hast. Ja. Du musst jetzt hier nicht die ganze Zeit rumspringen. Betäubt. Nochmal betäubt. Geh schnell down. Was bist du? Paladin. Nee. Wie ich euch nicht leiden kann. Ach, fuck, jetzt habe ich aus Versehen alle analysiert. Absorbieren, ausweichen, absorbieren, ausweichen. Bin Paladin. Ich hab nur Skills, die nerven.
Paladown. Da ist ein Ketzer. Tschüss. So, und wir haben gepunktet in der Zeit. Sehr schön. Geh schon mal wieder raus hier. Machen wir mal einen Buff hin. Buff. Und ab rüber. Fängt direkt spannend an und nur noch 5 Minuten. What the fuck? Das geht ein paar 20 Minuten hier normalerweise. Nein, greift mich nicht an. Das war so klar. Egal, ich hab den Heiler-Dings angesammelt. Ha, und alles drauf gerade. Schauen wir mal, ob wir das überleben. Gegnerische Flag kommt da runter. Also unser Flag Carrier. Ja, ich bin fast tot. Ja, jetzt habe ich schon keinen Blut. Egal, kann man es noch ein bisschen noch ein. Hab's. Da hat's Schamane mit 164 K-Life, war ganz ordentlich. So, jetzt gibt's keine Seko. Auf dich. Wo ist er denn? Weggeblinkt. Dodo-Heiler dabei. So wie das aussah. Komm, weiter. Scheiße auf den einen. Geh jetzt. Lauf! Ach. Oh, sehr schön. Wasserwandeln. Also wir hätten so oder so jetzt gewonnen, auch wenn es unentschieden bleiben würde, da das Team mit dem letzten Cap quasi gewinnt. Und da wir zuletzt gecapped haben, hätten wir gewonnen. Nix betäubt. Er kann die Flagge... Cap doch! Ach, er hat die Flagge doch gekriegt noch. What the fuck? Last down, komm. Punkte. Sehr schön. An 2 Minuten, dass der Gegner jetzt noch eine Flag holt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wir gehen aber direkt wieder rüber. Da sind die K. Der Stadtheiler-Ding aber nicht holt, deswegen holen wir uns das jetzt direkt. Zack. Besser wir haben es, anstatt dass es der Gegner hat. So, der DK geht anscheinend deffen oder keine Ahnung, was er da macht. Er reitet hier ein bisschen im Kreis. Achso, wir haben immer noch Wasserwandeln an. Das ist gut. Falls wir jetzt die Flag erbeuten sollten, können wir dann schön übers Wasser abhauen. Naja, erstmal gucken, ob wir die Flag kriegen. Hinten läuft einer. Was bist du? Nur um Todesritter. Du kommst mir nicht hinterher. Tschüss. Doch, kommt er. Nein. Ach ja, komm. Nein. Hör auf jetzt. Seinen Verlangsamungseffekten kann ich so ein bisschen mit ausweichen. Charmy! Go, go! Wasserwandeln ist aus. Ah, sehr schön.
Einfach weiter rennen. DK ist immer noch hinter uns. Aber wir haben eh schon gewonnen, weil die Zeit abgelaufen ist. Schade, hätten wir der DK nicht die ganze Zeit so verlangsamt, hätten wir am Ende noch punkten können. Na, zwei Kills haben wir gemacht. Das geht ja. Am Ende wird dieses Schlachtfeld. War relativ schnell rum. Aber wir haben gewonnen. Und wenn ihr so ein bisschen auf die Uhrzeit geguckt habt, wie gesagt, ich habe euch das allererste Schlachtfeld, was ich heute gespielt habe, habe ich euch nicht gezeigt, weil das, halt, das war mir halt einfach zu langweilig, haben wir aber auch gewonnen. Und ansonsten habe ich jetzt drei Stück auf Erde. Ich habe ja alle Schlachtfelder heute gewonnen bisher. Cool. Da werde ich jetzt vielleicht sogar noch eins, zwei spielen. 2217 Ehre. Ich kann das schon mal mitnehmen. Wie viele Eroberungspunkte? 1400. Weil ich wollte mir ja, weil das habe ich noch nicht gemacht, weil ich habe ja erst vor kurzem wieder angefangen, WoW zu spielen. Und habe vor kurzem auch erst angefangen, PvP zu spielen. Habe mir dann innerhalb von 2 Wochen knapp mein Kitzengear zusammengefarmt und das Heidergear hat auch nochmal knapp 1 Woche gedauert oder 1,5. Und ich wollte mir so einen Reitmount für Ehre holen. Hier die Dinge, die es hier gibt. Aber nicht so einen hässlichen Vogel, auch nicht so ein hässliches Pferd. So ein Wolf ist ganz cool oder halt so ein Raptor. Also so einen fetten, wabbeligen Kriegskodo, den können sie sich auch behalten. Ich glaube, ich hole mir mal so einen Wolf. Ja, komm, kaufen wir uns. Zack. Müsste ich da jetzt nicht rein theoretisch einen Erfolg bekommen? Ja. Ruf die Kavallerie! Was ist das? Erhaltet eines der Kriegsreittiere durch das Ehrensystem. Das ist so schön. Gut, Freunde, das war's für heute. Obwohl, komm. Für die, die das eventuell noch nicht kennen. Upsa. Na, wo ist es denn jetzt? Hier. Reittiere. Wo ist denn der Wolf? Da. So sieht das dann. Oh, upsa. Das hab ich abgebrochen. So sieht das Ganze dann aus. Aber ich werde eh nur auf meinem geflügelten Wächter sitzen. Weil er einfach viel, viel cooler ist. Und weil ich damit fliegen kann. Okay, Leute. Das war's jetzt aber wirklich für diesen Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Also bis dann. Ciao, ciao. Und dann vielleicht auch nicht mehr alleine. Mal schauen. Tschüss.